Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Willkommen zurück auf dem Seekrauts-Kanal und willkommen zu dieser anderen Art von Replay, was wir hier für euch haben. Denn es ist so eine Art halbe Schiffseinweisung, eine Express-Schiffseinweisung mit nur Gameplay, könnte man sagen. Ich erzähle euch nebenbei so ein bisschen was zu dem Schiff, habe da ein paar Einblendungen zu. Und ja, nebenbei gucken wir uns das erste Gefecht mit der Yahagi von mir an. Ich möchte euch das einfach zeigen, weil das vielleicht auch so ein bisschen repräsentativ ist, wie sich dieses Schiff fährt. Auch wenn es mein erstes Gefecht ist, ja, muss man ganz klar sagen. Aber es hat eine Menge Laune gemacht, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Seit heute ist das Schiff im Store ja, zu bekommen für 14 Euro und ein bisschen und für 24 Euro im Admiralspaket. Und ja, ist ein leichter Kreuzer, war Begleitschiff der Yamato, wurde in dem Zuge halt auch mit versenkt, muss man leider sagen. Und ja, jetzt haben wir es im Spiel. T5, komplett Überzug von der Panzerung her, 13 mm, nur die Zitadelle ist mit 60 mm Panzerung geschützt. Das ist eigentlich schon alles, was man dazu sagen kann. Overmatch mit 186 mm ohne Probleme und auch HE-Granaten kommen natürlich durch 13 mm ohne größere Skillungen irgendwie durch. Also IFAE braucht der Gegner gar nicht, um euch zu penetrieren mit HE. Ne? Wir haben 25.000 Trefferpunkte, 25.700 um ganz genau zu sein. Und ja, ist halt ein leichter Kreuzer, also kein Schiff, was nach vorne fährt, eher aus dem Verborgenen operiert, immer mit Auf- und Zugehen arbeitet, ne? Wir sind jetzt hier geskillt auf 9,9 Kilometer erkennbar, das ist also so ein, ja, die Richtung, in die wir uns hier bewegen. Wir haben drei Geschütztürme, A2 Rohre, 152 mm, 9 Sekunden Nachladezeit, hört sich erstmal lang an. Im Gefecht fand ich das jetzt gar nicht so doll spürbar, dass das nur 9 Sekunden oder, dass sie nicht schneller nachladen, ne? Dann die Turmdrehzeit 30 Sekunden, kann man dann runterskillen über den Leseschützen auf 26 Sekunden und noch ein bisschen was. 135 Meter horizontale Streuung bei einem Sigma von 2.0. 14,9 Kilometer Kampfreichweite. Guckt mal auf die Minimap, guckt mal, wie groß meine Kampfreichweite ist. Das ist ein ganz großer Effort von diesem Schiff. Also ein ganz großer Vorteil, dass ihr so weit schießen könnt. Meine Fresse, das ist wirklich geil. Und da kann man auch ja, gut über ein bisschen, mit ein bisschen Distanz hinterm Berg stehen und dann noch drüber kommen und so eine Sachen. Also das ist ganz toll. 2600 Alpha-Damage der HE-Granate, ein Sechstel Penetration, das heißt, ihr penetriert 24 mm und ihr solltet IFAE skillen. Warum? Denn ihr kommt auch in T7-Gefechte und in T7-Gefechten haben die Schlachtschiffe 25 mm Standardpanzerung. Und mit IFAE kommt ihr da eben durch. Und das ist der geile Spaß an dieser ganzen Geschichte. Und das wird auch meine Richtung sein, in die ich die Yahagi dann eben skillen werde. Dann gibt es eine 13-prozentige Brandwahrscheinlichkeit, die könnt ihr auch hochskillen durch den Sprengmeister und durch die Signalflaggen, kommt auf 16, mit IFAE klaut ihr euch dann die 3% wieder, aber das ist trotzdem, ja, eine ganz coole Sache. 850 Meter sind die Mumpeln schnell, egal ob AP oder HE. Die AP-Granate hat Standard-Abprallwinkel, also 0 bis 30 Grad gar keine Penetration möglich. 30,1 Grad bis 45 Grad gibt es dann die Chance auf Penetration, so muss man das ja ausdrücken. Und ihr penetriert dann 46 mm auf 14,9 km Reichweite. Aufschlagwinkel sind 56 Grad. Aus 10 km Reichweite penetriert ihr 69 mm bei 20 Grad Aufprallwinkel. Und wenn ihr 5 km am Gegner dran seid, kommt ihr durch 127 mm Panzerung durch. Und der Aufschlagwinkel da sind dann eben 4,4 Grad. Und wenn das klappt und ihr dann sogar eine Zitadelle penetriert, dann macht ihr eben 2900 Alpha Damage, nachdem ihr 25 mm Panzerung durchschlagen habt, löst die Zündverzögerung von 0,025 Sekunden aus. Dann geht's weiter. Wir haben hier eine Sekundärbewaffnung, die will ich jetzt aber eher vernachlässigen. 4 Kilometer Reichweite, so nah kommt ihr in der Regel mit einem leichten Kreuzer eh nicht an den Gegner, seid ihr vorher tot. Dann gibt es aber nochmal ein paar Highlights. Ihr seht es ja unten, Torpedos sind ja auch drauf. Wir haben nämlich zwei Werfer A4 Rohre, die hier ordentlich Eindruck hinterlassen. 12 Kilometer Reichweite, 60 Knoten schnell, 17.233 Alpha Damage und die Torpedos sind bei 1,6 Kilometer sichtbar. Das macht aber nicht so viel, weil die Schlachtschiffe auf der Tierstufe eh nicht so super wendig sind und nicht so super schnell. Ja, also das ist okay, damit kann man gut arbeiten, wie ich persönlich finde. Die Torpedowerfer können sich nach links oder rechts drehen, also Steuerbord oder Backbord, je nachdem, wo ihr sie braucht. Ihr habt nur zwei, also nicht vier oder so an jeder, also nicht zwei an jeder Seite, sondern zwei an Bord und die können für beide Seiten eben eingesetzt werden. Flugabwehr ganz passabel für T5, der Schaden ist gut. Ihr seht es ja selber, was ich hier runterschieße. Ist natürlich hier auch ein T4, T5-Gefecht, muss man ganz klar sagen. Hab Glück gehabt mit dem ersten Matchmaking in dem Fall, der gleich Top-Tier war. Aber
Ja, nichtsdestotrotz, ich denke, das Replay hier veranschaulicht doch ganz gut, was man mit der Yahagi machen kann und was man mit ihr machen sollte. Dann kommen wir zur Manövrierbarkeit bei dem Teil. Wir haben hier Ruderstellzeit 5,1 Sekunden, Wendekreis 690 Meter. Die 5,1 Sekunden, die fühlen sich echt mobil an für das Teil. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Habe ich nichts zu meckern. 35 Knoten schnell mit Ceramic und Motorboost, den ihr nämlich hier auch noch drauf habt, als kleines Gimmick, kommt ihr auf 39,5 Knoten Höchstgeschwindigkeit. Und das ist wirklich super klasse, gerade wenn man eben Top-Tier in seinem Gefecht ist. Also hier auf der Karte ist man mit 39,5 Knoten ruckzuck von links nach rechts gefahren und dann in Verbindung mit der großen Reichweite seid ihr ein echtes Multitalent. Also ihr könnt relativ schnell von links nach rechts verlagern und da helfen, wo ihr schnell benötigt werdet. Kann also auch dazu führen, dass ihr gerade am Anfang der Runde so ein bisschen überlegt oder sogar warten könnt ohne Probleme, wo ihr hinfahrt, ja, um dem Team an der richtigen Stelle zu helfen. Ich fahre jetzt hier hoch und will die Mutsuki rausnehmen, um die Lengli eben zu beschützen. Die ist da nämlich schon unterwegs. Hab hier Hydro an, damit der Träger das sieht. Hat ihr jetzt extra schon in den Chat geschrieben, Lengli move, damit sie auch erkennt, dass da ein DD dabei ist. Wir haben nämlich unseren Einflugzeugträger schon in dem Gefecht hier verloren. Dann kommen wir kurz zur Erkennbarkeit. 9,9 Kilometer geskillt, also mit Tarnung und Kapitänskill. Das solltet ihr auf jeden Fall machen, hilft ungemein. Und ja, ist dann auch so ein nettes Spielzeug. Ne? Also man schießt, man geht wieder zu, man schießt, man geht wieder zu, wenn man das möchte, wenn dann auf einen gezielt wird, weil Beschuss sollte man unglaublich wichtig vermeiden. Egal ob AP oder eben HE, der tut euch immer weh, der Schaden. Ich habe hier natürlich auch verbaute Verbesserungen, und zwar Hauptbewaffnungsmodifikation 1, Antriebsmodifikation 1 und Zielsystemmodifikation 1. In Slot 1 und Slot 3 eben ganz klar. Ich habe hier Torpedowerfer und Hauptgeschütze. Die muss ich natürlich beide vor Ausfällen schützen und hemmt die Zielgenauigkeit, respektive die Drehgeschwindigkeit der Torpedowerfer erhöhen. Und die Antriebsmodifikation, ich halte nichts davon, das Steuergetriebe zu verbessern, weil wenn ich keinen Antrieb mehr habe, bringt mir auch ein schnelleres Steuergetriebe eben nichts. Oder ein Nicht-Ausfall des Steuergetriebes bringt mir dann halt nichts, ne? Muss man so sagen. Ja? Deswegen, ich brauche immer Antrieb, damit kann ich irgendwie besser arbeiten. Das ist aber meine persönliche Sache, das müsst ihr euch überlegen, ob ihr das haben wollt. Dann kommen wir kurz zu den Verbrauchsmaterialien. Ihr seht es unten, Schadensbegrenzungsteam ist drin, Hydro ist drin, Jäger ist drin und Motorboost. Ich habe hier immer die Premium-Verbrauchsmaterialien, ihr habt ja ein Premium-Schiff und das verlängert einfach euer Einfluss auf Gefecht. Ja, ihr seid dann weniger früh raus und könnt damit auf jeden Fall diese Sache gegenfinanzieren, ohne große Probleme. Schadensbegrenzungsteam 5 Sekunden aktiv, 60 Sekunden Abklingzeit. Ich rede jetzt immer von den Premium-Verbrauchsmaterialien. Dann gibt es Hydroakustik. Das ist... Lass mich ganz kurz auf meine Zettel gucken hier. Das ist 100 Sekunden aktiv, hat eine Abklingzeit von 2 Minuten. Torpedos werden 3 Kilometer weit entdeckt und Schiffe 4 Kilometer weit. Dann gibt es den Flieger, der 60 Sekunden aktiv ist, eine Cooldown von 90 Sekunden hat. Und den Motorboost. Natürlich 8% Geschwindigkeitsbonus, 2 Minuten aktiv, 2 Minuten Cooldown. Das ist ja eine recht wichtige Geschichte. Im Premium, in der Premium-Version, habt ihr bei allen Verbrauchsmaterialien 3 Aufladungen, außer beim Schadensbegrenzungsteam, was eben unendlich verfügbar ist. So, dann kommen wir zu den Signalflaggen. Natürlich die beiden Brandflaggen müssen rauf. Victor Lima, India X-Ray, jetzt in der oberen Leiste. Und dann gibt es noch Juliet Whisky Una One, um die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit von euren Torpedos zu erhöhen. In der zweiten Reihe, links angefangen, November Foxtrot, schnellere Verbrauchsmaterialien, Nachladezeit, also der Cooldown wird quasi reduziert. Ne? Sierra Mike ist die höhere Geschwindigkeit, 5% höher. Und dann solltet ihr unbedingt Juliet Charlie mit einbauen, da ist die Anti-Deto-Flagge, weil ihr hier Panzerung eines Zerstörers habt. Ne? Seid ihr wirklich auch anfällig dafür. Gut, schauen wir mal kurz wieder auf das Gefecht. Ihr habt gesehen, ihr habt mich erst nach links orientiert, jetzt orientiere ich mich eher in die andere Richtung, in Richtung Emily Bertin und Iron Duke. Nebenbei nehme ich hier den nächsten Zerstörer mit unter Beschuss und helfe da dem Team. Und ich bin jetzt hier schon wieder mit Motorboost unterwegs, das zweite Mal. Und ihr seht, die Geschwindigkeit steigt. Die Nachladezeit kam mir gar nicht so langsam vor. Also 9 Sekunden Nachladezeit fühlt sich irgendwie nicht so an.
Und das kann man ja auch nochmal ein bisschen verbessern. Und das bringt mich jetzt eigentlich zu den Kapitän-Skills, die ich hier drauf hatte und was ich euch empfehlen würde. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo diese Triplay hier entstanden ist, vorrangiges Ziel geskillt. Ich hatte Elite-Schütze drauf, ich hatte einen Sprengmeister drauf und ich hatte die Tarnung drauf. Ich würde nach Analyse der Daten und des Spiels so ein bisschen dazu übergehen, euch folgende Sache zu empfehlen. Also in der ersten Reihe könnt ihr wählen zwischen vorrangiges Ziel, Beschussalarm oder eben präventive Maßnahmen. Das müsst ihr selber wissen, ob ihr das braucht. Ich denke, ich brauche vorrangiges Ziel für meinen Spielstil, damit ich einfach besser entscheiden kann, ob ich jetzt was riskiere oder ob ich es eben lasse. In der zweiten Reihe, die scheint für mich die allerattraktivste zu sein. Da kann man besonders viele Skills auswählen. Elite-Schütze solltet ihr hier mit reinsetzen, um die Turmdrehzeit ein bisschen runter zu bekommen. Dann natürlich Adrenalinrausch. Ihr habt eine relativ lange Nachladezeit, auch bei den Torpedos. Und die könnt ihr natürlich mit dem Adrenalinrausch dementsprechend runterskillen, wenn ihr Schaden nehmt. Dann wird eure Nachladezeit dafür dann ein bisschen kürzer. Und natürlich mit letzter Anstrengung der typische DD-Skill, dass ihr eben diese Sachen nicht so, also selbst wenn sie dann ausfallen, dass ihr dann eben noch mit Handicap weiter manövrieren könnt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, ihr seid ein übergroßer Zerstörer, wenn man dazu sagen möchte. Ne? In der dritten Reihe der Kapitän-Skills, wie gesagt, bin ich auf den Sprengmeister gegangen. Dann kann man da alternativ dazu den Inspekteur nehmen, wenn man noch eine vierte Aufladung braucht, sehe ich aber eigentlich nicht als so wichtig an. Ich bin mit den drei Aufladungen immer sehr gut klargekommen in den Gefechten bis jetzt. Also beziehungsweise in dem einen Gefecht, muss man ja sagen, nicht in den Gefechten. Ja, da war der Wunsch der Vater des Gedanken. Und man könnte Torpedo-Bewaffnungskompetenz skillen, damit eben die Torpedos runtergehen. Ich halte aber den Sprengmeister eigentlich für eine effizienteste Variante. Ne? Ihr braucht gar nicht so viel Verbrauchsmaterialien auf der einen Seite und so oft setzt ihr die Torpedos dann auch nicht ein, dass ihr sie ständig runterskillen müsst, auch weil die Abwurfwinkel nicht die besten sind, um es mal so auszudrücken. Deswegen Sprengmeister darauf, um dann IFAE-Geschichte auszugleichen. Und in der vierten Reihe Tarnung und IFAE dazu. Na klar, wegen der Penetration der HE-Granate, dann geht es nämlich auch durchs Schiff durch. Bei den Schlachtern, das ist richtig wichtig und Tarnung, damit er eben auf die 9,9 Kilometer runterkommt. Das war's eigentlich, ne? Ihr könnt es jetzt ein bisschen kombinieren. Ich werde definitiv halt hier diese Sprengmeister-Variante, diese Brandwahrscheinlichkeit erhöhen, um die dann mit EFAE wieder, also um die EFAE-Geschichte so ein bisschen auszugleichen. Und ich glaube, dass dieses Schiff damit sehr, sehr viel Spaß machen wird. Es hat jetzt schon in dem Gefecht hier relativ viel Spaß gemacht, immer mit diesem Aufgehen und Zugehen zu arbeiten. Die Reichweite für T5 ist absolut Hammer, ja, muss man einfach sagen. Das ist natürlich auf T7-Gefechten dann ein bisschen anders. Kommen wir mal zu den Pro und Contra bei diesem Schiff, was mir so in den Sinn kommt nach diesem Gefecht und nach Überlegungen. Was ich richtig cool finde, ist natürlich die Reichweite, die Anzahl der Verbrauchsmaterialien und dass man mit IFAE hier eine Schwelle überschreitet, nämlich diese 25mm Schwelle. Damit wird das Schiff hier sehr, sehr viel Schaden machen können oder sehr, sehr viel mehr Schadenspotenzial auch mit den HE-Granaten haben. Dann natürlich, wie gesagt, Motorboost 39 Knoten schnell ist für ein T5-Schiff meiner Meinung nach echt eine klasse Geschichte. Nachteilig, muss ich hier sagen, ist natürlich die äußerst dünne Panzerung. Die lange Nachladezeit der Hauptgeschütze, wie gesagt, ist auf dem Blatt Papier auf jeden Fall mal da, auch wenn ich sie in dem Gefecht jetzt gar nicht so wahrgenommen habe. Aber es wäre halt dann auch ein Nachteil. Das war es eigentlich. Die Manövrierfähigkeit ist eigentlich super. Ich persönlich komme damit super gut klar. Fühlt sich alles stimmig an für mich. Nicht so, ich sage, boah, da haben sie aber richtig verguckt, den Dampfer oder so. Naja, also ich sage es einfach mal so, wer leichte Kreuzer mag, wer Japaner mag, auch die mittleren Tierstufen mag, der wird mit dem Schiff richtig glücklich sein, glaube ich, weil es einfach ja, irgendwie da perfekt reinpasst und so ein bisschen, ich würde sagen, für T5 fast ein bisschen zu stark ist, so im ersten Gefühl, ja, weil man mit dieser riesen Reichweite der hohen Geschwindigkeit ist einfach krass, ja. Naja, man muss eben darauf aufpassen, nicht ins Fokusfeuer zu geraten, weil das ist nämlich der Tod dieses Schiffs definitiv und geht ja ruckzuck. Ihr habt ja keine Reparaturmannschaft, gar nichts. Darum müsst ihr euch immer situationsbewusst verhalten, eher mit dem Auf- und Zugehen arbeiten, gucken, wohin zieht der Gegner, so wie jetzt hier zum Beispiel. Das Schlachtschiff schaut nach rechts. Ich ziele mich schon mal ein, bewege mich jetzt auch in diese Richtung, aber schieße noch nicht. Ich warte nämlich.
warte nämlich darauf, da das gegnerische Schiff schießt. Und jetzt erkenne ich das und nutze jetzt die Möglichkeit, weil jetzt hat der Gegner halt eine Nachladezeit von 30 Sekunden roundabout und kann mich natürlich jetzt nicht so ordentlich unter Schuss nehmen, weil er noch gar keine Mumpel im Lauf hat. Die Iron Duke kriegt nämlich jetzt mit, oh, ey, der beschießt mich ja und redet jetzt bei uns und nimmt mich auf Korn. Das erkenne ich halt durch dieses vorrangige Ziel jetzt hervorragend und habe noch eine Sekunde und dann bin ich wieder zu und dann hat der noch gar nicht nachgeladen. Genau das ist jetzt diese Variante, die ich jetzt hier ausgespielt habe. Und das mache ich die ganze Zeit jetzt, weil ich immer diese Tarnung von 9,9 Kilometer einsetzen kann. Er verliert jetzt die Lust, auf mich zu warten, bis ich wieder schieße, weil er genau weiß, dass ich nicht schießen werde, solange er auf mich zielt. Dreht jetzt wieder bei. Ich warte, weil so ein Schlachtschiff ist ja natürlich auch träge. Unser Team hat die Führung übernommen. Muss natürlich, habe jetzt hier auch Glück, dass der Flugzeugträger mich jetzt nicht aufdeckt, ne? Muss man auch ganz klar sagen, sonst müsste ich mehr Abstand halten. Ich hatte hier immer noch einen Motorbus in Reserve, das hilft immer, wenn man dann unter Beschuss gerät, sich mit Motorbus wieder so ein bisschen rauszubringen. So, jetzt hat er sich gut eingezielt, jetzt hau ich wieder HE rauf und bin jetzt 8 Sekunden noch sichtbar. Und 14 und so weiter. Er dreht jetzt wieder bei. Ich drehe jetzt, glaube ich, auch gleich ab, um da sicher zu sein, dass ich da ausweichen kann. Aber so ist der Spielstil, wenn man in offenen Gewässern unterwegs ist. Ich hoffe, euch hat diese Replay Spaß gemacht, diese Version davon. Sagt mir gerne mal in den Kommentaren, ob ihr diesen Stil mögt. Ob ihr gerne mehr von dieser Art und Weise sehen wollt oder ob euch das nicht so passt und wir lieber diese Schiffseinweisung machen sollten. Davon natürlich ein bisschen weniger, weil viel aufwendiger zu produzieren. Und ja, ich bin mal gespannt, was dann da so rauskommt. Ich werde jetzt in meinen Urlaub gehen und wünsche euch einfach viel, viel Spaß. Ja? Und dann schreibt auch drunter, ob ihr vielleicht die Yahagi gekauft habt, wie eure Erfahrungen mit der Yahagi sind. Ob ich mit meiner Einschätzung total daneben lag aus eurer Sicht oder ob das jetzt passt. Und ob ich euch ein Gefühl dafür geben konnte. Würde mich einfach mal interessieren. Ist ja mal ein besonderes Video. Eins, was zumindest aktuell noch nicht der Standard bei uns hier auf dem Kanal ist. Ich lasse euch jetzt mit den letzten Sekunden des Replays hier allein. Und dann ja, sehen wir uns im nächsten Video nach dem Urlaub oder den Videos, die jetzt in der nächsten Zeit so hier auf dem Kanal in meinem Urlaub released werden. Bis dahin, alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Euer Seacross Team, euer Andi. Ciao, ciao.